Ganz ehrlich, man braucht kein Wohnmobil, um unterwegs zu sein. Ja, man kann es sich hübsch einrichten, ihm einen Namen geben und liebhaben. Aber zum eigentlichen Reisen ist das total irrelevant. Mit allem, was sich in die richtige Richtung bewegt, kann man sich auf den Weg machen. Und in der Not tut es eben auch mein Olla Audi. Das Verkehrsmittel ist ja eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Vielmehr geht es doch um die Orte und die Menschen, die man trifft. In meinem Audi sind die Barrieren zur Welt um mich herum viel geringer. Ich bin die ganze Zeit draußen und nur zum Fahren und Schlafen im Auto. Somit wird die Reise noch intensiver. Ich bin halt davon ausgegangen, dass es mega warm wird. Deswegen habe ich gedacht, na gut, dann kann ich keine Schokolade, kein Schokomüsli mitnehmen und auch kein Obst, weil das würde alles direkt schlecht werden im Auto. Deswegen habe ich eine sehr begrenzte Anzahl an Lebensmitteln dabei. Daher gibt es zum Frühstück Haferflocken mit Wasser. Naja, ich muss halt dringend einkaufen gehen. Ansonsten lief die erste Nacht echt gut. Ich bin nur immer mal wieder aufgewacht, weil es einfach unbequem war. Ich denke aber, ich gewöhne mich dran. Also ich habe mich super wohl da drin gefühlt, wie in so einer kleinen Koje. Das einzige Problem ist halt, dass meine Liegefläche nicht gerade ist, sondern die Sitze, die lassen sich nicht auf 90 Grad umklappen, sondern die haben hier so eine kleine Steigung. Deswegen schlafe ich irgendwie gefühlt so leicht im Sitzen. Das ist ein bisschen komisch. Ich muss erstmal aufräumen. Ich finde nämlich gerade gar nichts mehr. Alles ist weg. Mein Handy ist weg, mein Geldbeutel ist weg, mein Autoschlüssel ist weg. Ich hatte hier wirklich ein echt schönes Plätzchen. Die Aussicht ist toll und man kann hier um den See auch mit Inlinern fahren. Habe ich gestern Abend auch gemacht. Ich bin jetzt ready. Ich zeige später auch nochmal, was ich mir hier gebaut habe und wie ich hier schlafe und mich organisiere. Aber gerade kommt ein bisschen die Sonne raus. Das möchte ich nutzen und jetzt weiterziehen. Ich will mir jetzt hier die nächste Stadt mal ein bisschen anschauen. Ich versuche mich gerade übrigens im ohne Navi fahren, weil mein Handy irgendwie nicht geht. Klappt mäßig. Ich fahre jetzt einfach noch mal ein paar Mal diesen Kreisel und versuche reinzufühlen, was denn der richtige Weg sein könnte. Also Parkplatz finden war super einfach, da ist man wirklich im absoluten Vorteil zu einem Wohnmobil. Worüber ich aber sehr irritiert war auf dem Hinweg, war, es waren irgendwie überall Schilder, wo Polen und dann so ein Pfeil stand. Und ich wollte eigentlich nach Tschechien fahren und war jetzt so, hä, was, Polen? Deswegen muss ich mir jetzt mal hier kurz angucken, wo ich denn bin. Ich glaube, ich bin halt tatsächlich jetzt echt mehr in Polen als in Tschechien. Mist. Ich laufe jetzt zu Fuß über die Brücke von Deutschland nach Polen und ich liebe solche Grenzsituationen. Das mag ich total. Es hat immer so was Magisches. Ich habe gerade auch noch Leute kennengelernt, mit denen ich was gegessen habe. Das war sehr nett, gerade wenn man alleine unterwegs ist. Tut so ein bisschen menschlicher Kontakt ganz gut. Und nicht nur mit der Kamera zu reden, weil das ist auf Dauer auch ungesund. Ich war gerade jetzt hier in einem Café auf der polnischen Seite und es war super cool, weil um mich herum war so ein Stimmenwirrwarr von Deutsch und Polnisch. Und ich habe mich jetzt so richtig wie auf Reisen gefühlt, weil ich diese Sprache nicht verstanden habe und das wirkte dann gleich so aufregend. So ein Vorteil an dem Wetter ist, dass ich jetzt ohne Bedenken Süßigkeiten kaufen kann. Ich glaube nicht, dass die schmilzen werden. Das war gerade schon mal das erste Abenteuer. Mir ist aufgefallen, dass ich keine Ahnung habe über den Wechselkurs. Des Weiteren hat mich eine Frau vorgelassen an der Kasse. Und da ist mir aufgefallen, dass ich leider echt kein Wort Polnisch kann. Und ich mag das schon, so ein bisschen unvorbereitet irgendwie in Länder zu gehen, um mir ein eigenes Bild zu machen. Aber zum Beispiel irgendwie so Danke
zu können oder Hallo in der jeweiligen Sprache, das ist natürlich schon irgendwie ganz nett. Also hat mir jetzt gerade irgendwie nicht so gefallen, dass ich mich nicht mal wirklich bedanken konnte jetzt. Ich habe gerade noch mal angehalten, weil mir eingefallen ist, dass ich ja noch zeigen wollte, wie das bei mir hier drin aussieht. Deshalb fangen wir jetzt mal hier an. Also, hier siehst du schon mal, wie ich schlafe. Ich habe hier so eine Klappmatratze hingelegt und da drin ist mein Schlafsack. Und so passe ich tatsächlich einmal auch fast ausgestreckt hier hin. Dann haben wir hier einen Topf, sehr wichtig. Hier habe ich eins unserer Messer mit so einer praktischen Hülle. Hat Jascha gemacht, sieht sehr schön aus und funktioniert wunderbar. Hier unten ist all mein Essen. Ja, und Schuhe, lecker. ist einfach eine Kiste, ja, voll mit Essen. Nudeln, Tee, Haferflocken, eine Dose, das fungiert als mein Teller. Und eine Tasse und einen Löffel habe ich noch dabei. Hier hinten habe ich meinen Hula-Hoop-Reifen natürlich. Den tue ich dann vor, wenn ich schlafe. Hier ist eine Kiste mit Krimskrams, beziehungsweise einfach Sachen, die auslaufgefährdet sind. Zum Beispiel dieses Spülmittel oder die Sonnencreme, die ich gerne einfach hinstellen wollte. Oder eine Schere, einfach Sachen, die man schnell mal braucht. So wie die Picknickdecke und meine Gaskocher, also beziehungsweise ein Gaskocher und eine Ersatzkartusche, weil die fast leer ist. Den Gaskocher stelle ich aber nachts auch immer raus. Und hier ist ein Rucksack. Ach stimmt, was ich jetzt von der anderen Seite gar nicht gesagt habe, ist hier diese Reisetasche. Da sind quasi meine ganzen Klamotten drin. Ja, hier vorne sieht es ein bisschen wüst aus, weil ich diese Jacke immer so über den Kanister mache, damit der keine Algen ansetzt. Und dann sind hier die Sachen, die ich gerade gekauft habe. Und das hier ist eigentlich nur Tarnung. Und zwar habe ich hier einen Akku dabei. Und ich will einfach nicht, dass man von außen halt sieht, dass hier ein Akku steht. Deswegen habe ich einfach dieses Ding noch da drauf gestellt. Hier lädt auch gerade meine Musikbox. Ich teste diesen Akku gerade auf Herz und Nieren. Das ist die EcoFlow Delta 2 Max und die ist neu von EcoFlow. Und eins der Dinge, die sie verspricht, ist, dass sie sehr, sehr leise ist. Und meiner Meinung nach ist wirklich auch die Lüftung oder ja, die Lautstärke halt bei solchen portablen Geräten wirklich der größte Nachteil, wenn man im Auto unterwegs ist. Gerade jetzt bei meinem kleinen Raum. Da hat EcoFlow wirklich nachgebessert. Hier mal ein Vergleich zu einem Vorgängermodell der EcoFlow Delta. Da ist die Delta 2 Max deutlich leiser. Bei EcoFlow wird Negatives verbessert, aber gute Eigenschaften natürlich beibehalten. So haben wir auch hier, wie typisch für EcoFlow, einen übersichtlichen Bildschirm, ausreichend USB- und USB-C-Eingänge und 4 Steckdosen. Neu sind ganze 2 Solareingänge sowie die Möglichkeit, bis zu 2 weitere Akkus anzuschließen. In Kombination mit Solarpanel und dem Powerstream ist die Delta 2 Max auch das perfekte Balkonkraftwerk. Die Delta 2 Max hat eine Kapazität von 2048 Wattstunden. Das bekommt man mit Solar relativ schnell aufgeladen, da der Solareingang nochmal verbessert wurde. Auch über die Steckdose ist der Akku in kurzer Zeit reisebereit und lädt in nur 81 Minuten auf 100%. Ich habe aktuell auch einen aktiven 5% Rabattcode von EcoFlow. Schau dafür gern in der Infobox vorbei und klick auf den Link. Kommt hier gerade noch mal richtig schön die Sonne raus. Das hier ist eigentlich ganz lustig. Hier schwimmt einfach so ein Wohnwagen auf dem See. Generell sind hier super viele Dauercamper. Ist eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen. Das heißt, hier muss es sehr schön sein. Um ehrlich zu sein, dachte ich, dass ich schon nach sehr kurzer Zeit vom Reisen im Auto total genervt sein würde. Es spricht ja schon einiges dagegen. Aber gerade fühle ich mich wirklich so frei wie lange nicht mehr. Ich habe kaum was dabei, aber es fehlt mir auch an nichts. Ich versuche mich gerade noch ein bisschen auszupowern, damit ich dann auch müde bin. Bin auch wieder aktuell komplett in Schutzausrüstung. Ich hatte ja letzten Sommer so einen echt miesen Rollschuh und Unfall. Das war nicht so schlimm, aber es hätte echt schlimm mal enden können so. Das triggert so voll meine Urangst, dass ich, wenn ich jetzt alleine mit dem Auto unterwegs bin, irgendeine Art von Unfall habe. Und dann kann ich nicht mehr Auto fahren und irgendwer muss mich dann abholen. Dann wäre ich total angewiesen auf Hilfe. Furchtbar. Ja.
Ich war gerade so froh, dass ich diesen kleinen Gaskocher da entdeckt habe, weil hier hängen überall so Schilder, dass man nicht draußen kochen darf. Und da habe ich schon überlegt, ob ich in meinem Auto mit meinem Gaskocher kochen sollte oder ob das eine saublöde Idee ist. Und dann dachte ich mir, naja, ist wahrscheinlich eine saublöde Idee. Mist. Es ist ein unglaublicher Zufall eingetreten. Und zwar habe ich meiner Schwester erzählt, wo ich gerade bin. Und sie meinte so, hey Jana, das ist genau da, wo Editha wohnt. Editha ist nämlich die ehemalige Pflegekraft von meinen Großeltern. Und Sina hat sie letztes Jahr schon mal Besuch gehabt. Von daher kannte ich eigentlich den Ortsnamen. Ich habe es nur wirklich überhaupt nicht jetzt gerade in Verbindung gebracht. Jetzt habe ich sie mal angerufen, aber sie ist leider nicht rangegangen. Ich schreibe ihr auf jeden Fall nochmal. Sie ist zu Hause. Das heißt also, keine Zeit verlieren und los geht's. Ich bin jetzt soweit startklar. Hier habe ich gerade alle meine Geräte geladen. Ich habe den Akku schon angeschlossen und der zieht sich hier wirklich fast 100 Watt über den Autostecker. Es ist einfach so verrückt, dass ich jetzt einfach zu Editha fahre, so total spontan. Ich habe sie jetzt bestimmt 2 Jahre nicht gesehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie halt in Deutschland ist und arbeitet, war halt einfach super hoch. Und deswegen ist es ein Riesenzufall, dass sie da ist. Das ist das Reiseglück. Also ich habe wirklich Reiseglück. Hatte ich schon in Spanien sehr oft, dass ich oft im richtigen Moment die richtigen Leute getroffen habe oder die richtigen Ideen hatte. Manchmal lässt das Reiseglück ein bisschen auf sich warten. Aber es kommt. Früher oder später ist es dann da. Ja, hier bin ich. Ich bin wieder da. Ich habe noch nie in meinem Leben in so kurzer Zeit so viel gegessen und habe auch ein bisschen was über die polnische Küche gelernt. Und zwar isst man in Polen sehr viel Quark. Das wusste ich nicht. Ja, man muss solche Kontakte auf jeden Fall halten, weil es ist einfach voll toll, dass ich hier jemanden kenne und so einen Zugang habe irgendwie auch zur polnischen Kultur. Genau, ich habe jetzt ein bisschen Strecke vor mir. Ich fahre jetzt rüber nach Tschechien. Jetzt hier wieder 96% drauf, habe auch die ganze Zeit noch Strom entnommen und bin ungefähr 100 Kilometer gefahren. Für mich funktioniert das echt super mit der Autosteckdose. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber das ist definitiv ein bisschen belebterer Campingplatz mit super vielen Kindern. Und ich glaube, das liegt daran, dass mittlerweile Freitag ist, weil hier sind halt auch mega viele Dauercamper und jetzt ist halt Wochenende so. Oder wobei, es könnte sein, dass sie auch schon Sommerferien haben. Ich bin ja jetzt eh in Tschechien und nicht mehr in Polen. Also, das kann jetzt echt alles ganz anders sein hier. Was auch immer ich damit sagen will. Ich mache hier jetzt ein Mini-Mini-Mini-Abendessen, weil eigentlich bin ich immer noch total satt von heute Mittag. Aber Editha hat mir auch einiges mitgegeben. Ich fühle mich gerade so richtig angekommen auf der Reise. Und habe irgendwie in den letzten Tagen schon mehr erlebt als im ganzen Januar. Es ist wirklich schön, mal wieder so, weiß ich nicht, einfach so sehr im Moment zu leben. Das brauche ich auf jeden Fall gerade auch total. So ein bisschen mich treiben lassen und meine Spontanität wieder ein bisschen fördern. Man wird ja dann doch irgendwie auch ein bisschen unspontan, wenn man so viel daheim rumhängt. Und dann ist alles gleich irgendwie so ein Riesending oder ich weiß nicht. Und jetzt gerade ist alles so, ja okay, dann fahre ich halt heute nach Tschechien, morgen nach Polen, so gefühlt irgendwie. Könnte so alles passieren. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich es noch kann, dass ich noch reisen kann und irgendwie da auch keine Angst vor habe, irgendwie in so eine Ungewissheit hineinzufallen. Die Kontrolle doch so ein bisschen abzugeben, auch wenn ich gerne die Kontrolle habe. Bei so einer Reise ab einem gewissen Punkt kommt es dann doch auf die Leute an, die man trifft und an die Orte, an die man kommt. Es war super einfach bisher. Ich habe einfach mein Auto gepackt. Es war keine Riesensache. Und bin losgefahren.
ich weiß nicht, warum da davor so eine Barriere war teilweise, dass ich dachte, nee, jetzt kann ich gerade nicht irgendwie wegfahren oder keine Ahnung. Das ist so simpel. Ich bin richtig hungrig auf mehr Abenteuer, mehr Reisen. Ich bin gerade voll dabei.